Seit der Finanzkrise ist sehr viel Kapital in Umlauf gebracht worden. Kapital, das nach Veranlagung sucht. Repräsentieren sozusagen diejenigen, die schon aus ihren Wohnungen verdrängt wurden oder unmittelbar vor der Verdrängung stehen und bedroht sind. Die Mieten sind innerhalb kürzester Zeit ich habe 139 Euro bezahlt und jetzt zahle ich 534. 400 Euro gestiegen. Ich wohne 33 Jahre hier, mich mit sowas noch mal beschäftigen muss, dass ich aus der Wohnung raus muss. Also der hätte ich nie geglaubt. Dieses Ungleichgewicht, dass da große Wohnungskonzerne Rendite machen und Gewinne machen, aber nichts für die Mieter und die Häuser tun und wir hier irgendwie knapsen müssen, wie wir über die Runden kommen, das ist so himmelschreiend ungerecht und da muss gegengesteuert werden. Wenn das immer weitergeht. Ja. Das ist ja auch, man hat jahrelang gearbeitet, die Renten sind ja auch nicht gerade so, dass man sagt, okay, zahlen wir immer mal schön die Erhöhung. Ne? Mhm. Nee, ich bin vollkommen dagegen, sage ich Ihnen so. Ich habe auch die Erhöhung nicht gezahlt beim letzten Mal. Richtig. Wohnen ist ein Menschenrecht. Wohnen müssen wir alle, auch unter besten Bedingungen. Von daher darf man Wohnen auch nicht alleine dem Markt überlassen.